Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder so zahlreich in Hörsaal B der Universität Hamburg gekommen sind. Der Jahreszeit entsprechend erzähle ich Ihnen eine ganz kleine Weihnachtsgeschichte. Wir wollten neulich an der Uni zu einer Weihnachtsfeier des Fachbereichs Sozialwissenschaften einladen. Da kam aber der Einwand, darf man denn heute überhaupt noch Weihnachtsfeier sagen? Muss man nicht sagen, frohes Fest zum Beispiel bei den guten Wünschen? Ich finde, man darf noch Weihnachten sagen. Und damit bin ich bei der uns allen bekannten Grundtatsache, dass Weihnachten das Fest des Friedens ist oder zumindest sein sollte. Und wenn das so ist, aber leider eben immer wieder durch die Wirklichkeit widerlegt wird, sind wir bei unserem heutigen Thema, nämlich einem paradoxen Vortragstitel Friedensjournalismus in Zeiten des Krieges, Fragezeichen. Das Fragezeichen soll nahelegen die Überlegung, geht denn das überhaupt? Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich Sonja Mikic. Herzlich willkommen, liebe Sonja. Sonja Mikic wird Ihnen jetzt vorgestellt von Danja Maria Hohn. Wie bei uns üblich ist auch sie eine sehr erfolgreiche Absolventin unseres Masterstudiengangs Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Danja Maria Hohn ist heute Reporterin und Redakteurin bei RTL Nord. Herzlich willkommen, Danja Maria Hohn. Ja, guten Abend, liebe Gäste. Vielen lieben Dank, Professor Lienthal, und herzlich willkommen, Sonja Mikic, unserer Referentin und Rednerin des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und es, ich gebe zu, ist schon bei mir ein bisschen her, seitdem ich in einem Hörsaal gesessen habe. Deswegen umso schöner, so viele Gäste hier heute Abend zu sehen, auch so kurz vor Weihnachten. Ich arbeite ja nun beim Fernsehen, und wenn ich versuchen würde, eine Bauchbinde für Sonja Mikic zu kreieren, dann habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich habe ganz schön viel Auswahl. Ich könnte schreiben, preisgekrönte Journalistin. Ich könnte schreiben, Buchautorin, Publizistin, ehemalige WDR-Chefredakteurin, Korrespondentin, Auslandskorrespondentin, Kriegsreporterin, Moderatorin. Und manche würden Sonja Mikic auch einfach nur als coole Socke bezeichnen, so habe ich gelesen. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, die Frau mit dem Signature-roten Lippenstift. Online gibt es einen sehr schönen Zusammenschnitt vom WDR über Frau Mikic, den ich wärmstens empfehle. Es ist nicht nur eine kleine Zeitreise und ein Einblick in die Outfits der vergangenen Jahrzehnte, sondern er rast auch durch die beeindruckende Karriere von ihr. Sonja Mikic setzt sich durch die Jahrzehnte, und wer darüber noch mehr lesen möchte, dem empfehle ich da wärmstens ihre Autobiografie. Ich habe jetzt die Karriere einmal ganz kurz umrissen, obwohl ich sagen muss, dass das wahrscheinlich alles noch nicht mal ansatzweise ausreicht, aber ich habe es mir aufgeschrieben, deswegen ich lese es einmal vor. In London aufgewachsen, volontiert Sonja Mikic Anfang der 80er beim WDR, wird in den 90er Jahren Korrespondentin in Moskau und dort auch als erste Frau Studioleiterin. Für ihre Arbeit als ARD-Korrespondentin in Russland und ihre Berichte über die Krisen- und Kriegsberichterstattung erhält sie im Oktober 1998 das Bundesverdienstkreuz. Es folgt die Studioleitung in Paris, dann wechselt sie ins Fernsehstudio und war die Neue beim Politmagazin Monitor. Und das natürlich nicht nur das Gesicht der Sendung, sondern auch der Kopf, wie sich das bei Frau Mikic gehört. Und ab 2014 war sie dann die Chefredakteurin für 4 Jahre beim WDR. Und wie gesagt, das ist nur ein kurzer Abriss. Ich habe 2014 hier meine Masterarbeit geschrieben, und im selben Jahr ist viel passiert. Putin annektiert und besetzt die ukrainische Halbinsel Krim, völkerrechtswidrig. Im Gazastreifen herrscht 50 Tage Krieg, und die Terrororganisation IS ruft das Kalifat in Syrien und Irak aus. Millionen Menschen machen sich auf den Weg, suchen Schutz, unter anderem auch bei uns in Deutschland. Warum erzähle ich das? Alles Teil der aktuellen Berichterstattung. Und spätestens seit Februar 2022, mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, ist für viele von uns und auch meiner Generation Krieg nie näher als jetzt. Und plötzlich wird für uns JournalistInnen eben auch die Kriegsbericht- und Krisenberichterstattung Alltag, selbst im Regionalfernsehen, weil unsere Welt seitdem nicht mehr so ist,
wie sie mal war. Sonja Mikic kennt den Krieg. Sie berichtet über Krisen, Opfer, Täter, Gewalt, führt Gespräche. Sie fährt nach Tschetschenien, mitten ins Kriegsgebiet, dann Kosovo, Afghanistan. Sie schaut hin, sie zeigt den Horror, auch unter Lebensgefahr. Um sich selbst ein Bild zu machen, dabei immer Haltung zu haben und sich selbst auch kritisch zu reflektieren. Und damit kommen wir zur heutigen Vorlesung, sie setzt sich mit der Frage auseinander, Friedensjournalismus in Zeiten des Krieges? Ja, und auf diese Antwort freuen wir uns jetzt. Und das Schöne ist, ich habe gelesen, sie mag die Bühne und auf diese wollen wir sie jetzt begrüßen, Sonja Mikic. Ja, hallo. Es ist wirklich schön, mal wieder an der Uni zu sein. Also ich finde diesen Saal toll. Ich finde es schön, dass Sie bei diesem elenden Wetter gekommen sind. Klasse. Also Grundgefühl ist gut. Ich fange aber jetzt mal ganz anders an, als Sie es vielleicht erwarten. Ich hoffe auch, dass Sie gut hören, weil ich hörte, dass diese Mikrofone sehr sensibel sind. Können Sie alle gut hören? Okay, ich gebe mir Mühe. So. Aus meinem Tagebuch. Die verkohlte Leiche ist erstaunlich klein und dünn. Weil die Sehnen und Muskeln sich durch die Hitze zusammenziehen, liegt sie da wie ein Embryo. Sie ist tiefschwarz, die Haut rissig. Beim Schädel fehlt die Haut. Die Ohren sind ebenfalls restlos verkohlt. Der Anblick macht tief traurig, zumal die umstehenden Soldaten achtlos daran vorbeigehen. Es muss wohl ein Feind gewesen sein. Er ist der erste Tote, den ich als Reporterin sehe, neben einem halbzerstörten Panzer am Latschin-Korridor, der damals einzigen asphaltierten Straße zwischen Armenien und der Enklave Nagorno-Karabach. Die Kämpfe gegen Aserbaidschan sind noch im Gange. Wir müssen uns vor Scharfschützen fürchten. Ein Granatwerfer testet die Reichweite zu unserer Stellung. Es klappt nicht. Das Geschoss explodiert 100 Meter weiter. Und in diesem Augenblick weiß ich, dass ich zur Kriegsreporterin mutiert bin und frage mich, um Gottes Willen, was ist denn das? Guten Abend, liebes Publikum, liebe Studierende und Neugierige. Volker Lilienthal hat mich eingeladen als Praktikerin, als jemand, die eine ganz spezielle Berichterstattung über Jahrzehnte beobachtet und manchmal selbst betrieben hat. Und danke, Volker, es ist wirklich eine Ehre. Es hat mir große Freude gemacht, dir Ja zu sagen. Also, willkommen zu einem Vortrag über Friedensjournalismus, wobei wir gleichzeitig seinen dunklen Zwilling, nämlich die Berichte und Protokolle von Kriegen, gleichzeitig eben im Blick haben müssen. Und die sind sehr, sehr alt. Ich hoffe, dass sie schon mal durchhält. Also, in der Schule lernten wir lateingeplagten Cäsars Kommentare über den gallischen Krieg übersetzen. Du erinnerst dich, ich habe eine Klassenfreundin hier. Und die notierten sein strategisches Können und seine Erfolge gegen die verschiedenen aufständischen Stämme. Kein reiner Tatsachenbericht, sondern reichlich subjektiv. Sie waren alle Eigen-PR und dienten der Legitimierung seiner politischen Ambitionen in Rom. 3 Jahrhunderte zuvor, Alexander der Große. Ebenfalls lässt er seinen Feldzug ausführlich protokollieren, immer aus der Perspektive des Eroberers, des Siegers. Und last not least, 70 Meter lang, der Wandteppich von Bayeux, der die Eroberung Englands durch die Normannen abbildet. Und das ist wirklich gestickte Geschichte, Szene für Szene, könnte ein Film sein. Ein Film über Scharmütze, Waffentechnologie, Strategien, blutige Verluste, Terror gegen die Zivilbevölkerung und schließlich die Schlacht von 1066, die neue Großmachtkonstellation im nördlichen Europa. Gibt es überhaupt Friedensjournalismus? Oder ist das einfach Wunschdenken, dass das Berichten über Tod und Leid im Krieg mehr sein soll als das berühmte Sagen, was ist. Weitergefasst, humanistisch,
viel mehr als Ort, Zeit, Protagonisten, Gewinner, Verlierer, Ergebnisse einer Aggression. Mehr als die Zahl der Opfer, die Menge der Waffen, die Fläche des gewonnenen oder verlorenen Geländes. Mehr als Statistiken. Der Begriff ist etabliert seit dem Irakkrieg 1991. Er taucht in medientheoretischen Diskursen auf. Es gibt Workshops dazu. Er wird reklamiert von vielen, die überzeugt sind, dass Medien auch zur Beseitigung von Krisen beitragen sollten. Ein Begriff, der immer Kritik und Selbstkritik meint und moralisch aufgeladen ist. Ich beginne jetzt mit einem Rückblick und ich hatte so viele Aha-Augenblicke und wenn ich die heutige Berichterstattung sehe, so viele Déjà-vu-Augenblicke. Ich frage, ist Friedensjournalismus überhaupt ein eigenes Genre? Hat er andere Regeln und Tools als, sagen wir mal, gutes Reportieren? Verwischen die Grenzen zum Aktivismus allzu schnell? Und schließlich, und das ist das Schwierigste, wie schnell fallen Ansprüche, alles Streben nach Wahrheit im Zeitalter der Social Media krachend zusammen? Ist Sofortismus ein Killer der seriösen Medien? Mich hat jedenfalls das Einordnen wollen der Geschehnisse jetzt in der Ukraine und in Israel und Gaza wirklich kirre gemacht. Und das meine ich wörtlich. Und ich würde gerne später Ihre Einschätzungen dazu wissen. Aber ich fange jetzt mit dem Blick zurück an. Bagdad 91, die Geburtsstunde von weltweiter Live-Berichterstattung während eines Krieges. Verbesserte Satellitentechnik erlaubte, das Geschehen direkt auszustrahlen und das war wahnsinnig spannend. Peter Arnett, später Pulitzer-Preisträger, reportiert vom Dach des Al-Rashid-Hotels in Bagdad und weltberühmt seine Zeilen: "The skies over Baghdad have been illuminated." Der Himmel über Bagdad ist erleuchtet. Er sagte, was ist. Und dieser Nachthimmel war grünlich. Das Material war körnig und schlecht, immer wieder blitzte es auf, irakische Flugabwehr, einschlagende Präzisionsbomben, wenig zu erkennen und gerade deswegen empfanden wir das als wahnsinnig authentisch. Ich erinnere grünliche, später fast schwarz-weiß Bilder von Angriffen auf Gebäude, Brücken und Straßen im Fadenkreuz der Zielkamera und dann ein Blitz, eine Staubwolke, das Objekt ist weg, bang. Ganz sauber, zu sauber, ein Videogame, ein chirurgischer Eingriff. CNN wurde wegen dieser Bilder zur globalen Medienmarke und lange Zeit auch Marktführer der Nachrichtenkanäle. Live-Kriegsberichterstattung kostete damals irrsinniges Geld. Eine Schaltkonferenz musste mühselig aufgebaut werden und manchmal kostete ein Interview im fernen Ausland Zehntausende Dollar und das hatten nicht alle Redaktionen. Nur große, reiche Sender konnten sich das leisten. Handykameras existierten nicht, Bürgerjournalismus vor Ort existierte nicht. Es wunderte kaum, dass die reichen Platzhirsche des Westens das Narrativ vorgaben. Und dass die Platzhirsche auch eingeladen wurden, Journalisten ins Kriegsgebiet zu schicken, embedded in Militäreinheiten. CNN und BBC führten das Feld an. Erst 2006 machte ihn in englischer Sprache der reich ausgestattete Sender Al Jazeera Konkurrenz und wurde auch sowas wie ein Korrektiv. Aber im Rückblick weiß ich, dass wir unserer Seite der Medien mehr vertrauten. Das Narrativ war in diesen 90ern und frühen Nullern, ob Irakkrieg, ob NATO-Einsatz gegen Serbien, ganz simpel. Schwarz und Weiß, Täter und Opfer, wir gegen die, Sieg oder Niederlage. Symptomatisch, insbesondere im Boulevard, also bei der Bild-Zeitung unter anderem, war auch die Dämonisierung des Gegners, also Saddam der Schlechter, Milosevic der Massenmörder. Zum medialen und politischen Einsatz von Sprache und Framing kommen wir gleich. Einen dieser Kriege erlebte ich als Augenzeugin in Tschetschenien, inklusive Schießereien, Bombenanschlag, Entführung, Einkesselung, Minenräumen, alles mitgemacht. Zur Erinnerung, von 1994 bis 1996 versuchte Moskau,
die kleine Kaukasusrepublik, die ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, zurück in die verhasste Einheit zu bomben. Der Kreml nannte dies einen schmutzigen kleinen Krieg gegen die Tschornie, die Schwarzen. Und das war rassistisch gemeint. Wie frei konnten Journalisten berichten? Ziemlich frei. Von Anfang an entschieden sich Korrespondenten und Reporterinnen, wesentlich eine Seite zu beobachten. Man wechselte nicht über Frontlinien hin und her, sondern blieb auf einer Seite. Die meisten Kolleginnen in und um Grozny waren bei den Separatisten, einige wenige embedded in den russischen Stellungen. Hotels und Straßen waren zerbombt. Telefonverbindungen existierten nicht. Satellitentelefone irrsinnig teuer. Um irgendetwas zu erfahren, musste man körperlich dahin, wo jemand Auskunft gab. Reporterarbeit war Beinarbeit. Wasser. Überlebenswichtig waren eigene Quellen, in meinem Fall eine junge Tschetschenin, die Kontakte zu allen Warlords und Politikern herstellte, die übersetzte und auch für Beherbergung sorgte. Und später drehte sie selbst, dann konnten wir ihr Material ankaufen, die sie unter Lebensgefahr bei den Separatisten sammelte. Risiken mussten wir alleine einschätzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Schutzwesten oder Helme hatten, und teures Pflichttraining für Kriegseinsätze war noch nicht üblich in den Verlagshäusern und Sendern. Das ist heute wirklich ganz anders, zum Glück. Kommunikation mit der Zentrale war spärlich bis unmöglich, Kontrolle durch Social Media nicht existent. Die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung hing einzig und allein von der Seriosität der Reporterin ab und vom Faktor Zeit. In Tschetschenien gab es keine Non-Stop-Live-News. Es kam oft vor, dass das Drehmaterial erst am Tag danach geschnitten und übertragen werden konnte. Und die Filme waren interessanterweise so lang, wie es der Inhalt hergab. Eine Konfektionierung auf genau so und so viele Minuten mit Aufsage hätten wir alle irgendwie merkwürdig gefunden. Dass die Redaktion den Korrespondenten vertrauten und nicht vorgaben, wie ein Beitrag nun möglichst auszusehen hatte, mit welchen Anfangseinstellungen und welchen O-Tönen, das machte uns frei. Ich erzähle ein Beispiel aus der eigenen Praxis. Im ersten Tschetschenienkrieg kam ich kurz nach einem Angriff der Russen in das kleine Dorf Samaschki. Dort erzählten mir weinende Frauen, wie eins ihrer Mädchen, Madina, von der russischen Soldateska vergewaltigt und verschleppt worden war. Sie beschrieben die Täter. Sie beschrieben das geblümte Kleid des Opfers. Sie nannten Zeiten und Details, gaben sich als Augenzeugen. Ich nahm ihre Aussagen auf. Im nächsten Dorf, ein, zwei Tage später, haargenau dieselbe Geschichte, nur hieß das Mädchen Maret und so weiter. Die Geschichte eines vergewaltigten Mädchens machte die Runde. Lüge? Manipulation? Ich habe damals in meinem Bericht erklärt, warum es zu dieser Legendenbildung kommt, welche echten Ängste, aber nicht dokumentierbare Menschenrechtsverletzungen dem zugrunde liegen, wie Emotionen der großen Sache dienen sollten. Das war subjektiv. Ich versuchte das einzuhegen und sprach immer von einer Teilrealität, eben nicht das große objektive Bild. Sagen, was ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kriegsreporter laufen Gefahr, zu Kriegsteilnehmern gemacht zu werden. Dies zu reflektieren und auszusprechen, schafft Transparenz. Unter Tschetschenen stellte sich das Publikum damals oft eine Mischung aus Karl May und ein bisschen Mafia vor. Jederzeit zur Vendetta und zum Islamismus bereit. Um Stereotype möglichst in Frage zu stellen, sprach ich oft gerade mit den Frauen. Zeigte blonde Tschetschenen, war bei friedlichen Sufi-Tänzen dabei. Gerade in Konfliktsituationen macht sich Friedensjournalismus
zur Aufgabe, Klischees und Vorurteile zu meiden. Nun war aber Tschetschenien trotz der vielen Sondersendungen und Schlagzeilen längst nicht von derselben geostrategischen Bedeutung wie andere Kriege dieser Epoche, insbesondere der dritte Irakkrieg, der auch Golfkrieg genannt wird. Er begann mit dem Narrativ von den Weapons of Mass Destruction und spätestens jetzt verlor nicht nur ich die Illusion, dass es Objektivität geben könnte. Westliche Regierungen reichten Informationen von oben nach unten mit dem Ziel, einen möglichen Waffengang gegen Saddam zu legitimieren, um ihr unfinished business von dem Krieg davor mit Bagdad endgültig zu erledigen. Konnte die Bevölkerung für einen solchen Krieg gewonnen werden? Dazu bedurfte es williger Medien, die von Unausweichlichkeit, von Zwangsläufigkeit überzeugend erzählten. Und wenn Sie diese Worte hören, werden Sie sofort misstrauisch. Märchen aus 1001 Nacht. Der Irak ist 6 Monate vor dem Bau einer Atombombe. Die amerikanischen Soldaten werden sich durch Giftgas und Anthraxwolken hindurchkämpfen müssen. Saddam Hussein kooperiert mit Osama bin Laden. Irak nutzt Phosphorbomben. Kaum jemand zweifelte, als US-Verteidigungsminister Colin Powell vor der UN mit falschen Fakten auftrat. Die amerikanischen Medien, und man muss wirklich die Medien sagen, unterstützten das Narrativ der US-Regierung von der Bedrohung. Britische Medien stimmten in den Chor mit ein, alle tickten gleich, alle formulierten gleich. Der Informationskrieg war Bestandteil der Militärdoktrin geworden. Auch das gilt für heute. Sie werden vielleicht manchmal Sachen hören und denken, ja, genau, das passiert jetzt. Schreckensbeweise also mühselig gesucht, aber die waren nicht da. Und der berühmte rauchende Colt wurde auch nicht gefunden. Und Osama bin Laden war kein Geschäftspartner Saddams, sondern selbstständiger Terrorunternehmer. Deutschland war nicht Kriegspartei. Auf den Straßen hieß es damals Nein zum Krieg. Und dies differenzierte die Information hierzulande. Es begann im ganz großen Umfang die Berichterstattung über Berichterstattung. Ganz ohne Personalisierung und Moralisierung ging es natürlich nicht. Also es war immer noch Schurkenstaaten versus Achse der Willigen oder Achse der Guten. Saddam Hussein zeichnete die Bild-Zeitung immer als eine Art Hitler, das ultimativ Dunkle gegen das Licht. Aber gut so, es begann die Reflexion der Journalisten über Journalismus. Wir kommen jetzt zum Stichwort Framing und Wording. Wie kann ich einen Krieg umschreiben? Bewaffnete Mission, Regimewechsel, Befreiung vom Diktator, militärische Intervention, Putin nennt es Spezialoperation. Beim NATO-Krieg gegen Serbien war ebenfalls so ein Schönsprech angesagt. Zu den sauberen Videogame-Bildern gehörten Texte über chirurgische Eingriffe, über Smart Bombs. Und einige kennen vielleicht noch den Begriff Daisy Cutter, Gänseblümchenschnitter. So hießen verheerende Splitterbomben. Gelungenes Framing setzte Symbolbilder inflationär ein. Im Irakkrieg waren es brennende Ölfelder und, den fand ich immer so komisch, ein ölverschmierter Kormoran. Achtung, Saddam Hussein ist auch schuld an Umweltkatastrophen. Aber dieser Vogel, der immer wieder auftauchte, immer wieder, der blöde, ich nannte ihn immer die Ölente, es war aber tatsächlich ein Kormoran und er war tatsächlich Opfer eines Tankerunglücks vor Alaska. Medieneffekte sollte auch das 100-fach benutzte Bild vom mächtigen Marschflugkörper zeitigen, das vom Schiff abgefeuert wurde. Was er dann sehr unsauber anrichtete, welche Körper zerfetzt wurden, wie viel Blut, Feuer, Verwüstung an der Einschlagstelle zu sehen war, darauf gab es keine heroische Antwort. Meine These: vor gut 20 Jahren begann ein Diktat der Unmittelbarkeit. Infohappen, Meinungen und Aktualitätsfeuerwerk bezogen die Öffentlichkeit ein wie nie zuvor. Eine Flut von Situationen überschwemmte die Bildschirme, aus Fernsehen wurde nah dabei sein.
immer informierter, aber nicht weiser. Immer mehr Anblick, aber nicht Durchblick. Militärs und Politikerinnen perfektionierten in den Kriegen der Nullerjahre ihre Öffentlichkeitsarbeit. Zum einen, wie beschrieben, die wichtigsten Medien auf ihre Seite zu ziehen, patriotisch und emotional, oder durch Gewährung von exklusiven Zugängen im abgeschotteten Kriegsterrain, Stichwort embedded, oder durch diese Rituale täglicher Pressekonferenzen mit gesetztem Framing und Wording oder durch einfaches Schwarz-Weiß-Erzählen. Journalismus sollte und konnte instrumentalisiert werden. Aber es änderte sich was und nicht zufällig kamen dann die ersten Ideen zu Friedensjournalismus auf. Nie wieder Weichensteller. Zweifelnde Kollegen und Kolleginnen analysierten die Kommunikationsstrategie von Militär und Politik, investigierten dreiste Manipulation. Sagen, was ist, hieß auch fragen, was ist. Wer will, dass ich was glaube und warum? Nie wieder Weichensteller. Kritische Journalisten definierten sich als eine Art Warnleuchte oder sogar vierte Gewalt. Die Reporter und Korrespondenten am Ort und auch an den Schreibtischen daheim fragten stur, cui bono, wem nützt diese oder jene Perspektive? These, nicht nur, aber insbesondere in Kriegszeiten ist ein investigativer Ansatz die Voraussetzung für Friedensjournalismus. Ich erinnere mich sehr gut an die von Monitor aufgedeckte Brutkastenlüge. Und die ging so, also eine junge Krankenschwester aus Kuwait berichtete dem US-Kongress, dass irakische Soldaten in Kuwait daheim Neugeborene aus den Brutkästen einer Kinderklinik gerissen hätten und auf dem Fußboden elendig sterben ließen. Ein Vortrag unter Tränen, er hatte große Wirkung. Saddam Hussein, klar, definitiv ein Kinderschlechter und Unmensch. In Wirklichkeit hatte eine amerikanische PR-Agentur, Hill & Knowlton, die Story erfunden. Die Krankenschwester war die junge Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Es gab noch weitere Brutkastenlegenden, alle frei erfunden, alle wirkmächtig. Und grausam getötete Kinder sind seit biblischen Zeiten übrigens ein beständiger Topos, um einen Feind moralisch abzuqualifizieren und dämonisieren. Investigativer Journalismus also. Manche Reporter setzten sich großen Risiken aus, um gegen den Mainstream Konsens anzustreiben. Robert Fisk vom Independent bewies anhand von gefundenen Geschossresten, dass die skandalöse Bombardierung des Marktplatzes in Bagdad mit Dutzenden toten Zivilisten nicht auf eine irregeleitete irakische Abwehrrakete zurückzuführen war, sondern von der amerikanischen Seite eingepreister Kollateralschaden war. Kollateralschaden, der Begriff kam damals auf und wird ja bis heute noch gerne benutzt, wenn etwas so richtig daneben geht. Investigativer Journalismus. ARD-Reporter Armin Staudt nahm einen Geigerzähler mit, um den Einsatz von Uranmunition durch die US Army nachzuweisen und reiste so gut wie inkognito. Unter Lebensgefahr lehnte er es ab, embedded zu arbeiten. Es galt damals den Adlerblick, also den Blick aus den Cockpits der Kampfflieger oder an den Abschussrampen zu vermeiden, sich nicht an Hotelbars und in Pressekonferenzen gemütlich zu machen und stattdessen so gut es ging, unmittelbare Eindrücke am Boden zu sammeln. We go there because you need to know. Reporter-Dasein. Und das war für mich das total einfache und total inspirierende Motto. We go there because you need to know. Weitere These. Vielleicht müssen wir weniger von Kriegs- und Friedensjournalismus, sondern vom kritischen Journalismus sprechen, der von der DNA her anti-autoritär ist, sich nicht vereinnahmen lässt. Das macht glaubwürdig. Mutig sein. Rudolf Augstein darf hier auftreten, keine Angst vor Thron und Altar.
Das ist doch richtig und es ist doch auch erstrebenswert. Aber, jetzt begleiten Sie mich zu dem Propagandakrieg, der nicht weit entfernt im französischen Rambouillet bei Paris seinen Anfang nahm. Der Kosovo-Krieg und die NATO-Luftschläge gegen Serbien. Ein Krieg, der von vornherein in klarer Feind-Optik von den Medien, auch den Deutschen, dargestellt wurde. Rambouillet also, Februar 99, als zwischen Kosovo-Albanern und der Führung Jugoslawiens ein Friedensvertrag verhandelt werden sollte, vermittelt von den USA, EU, Russland, der sogenannten Kontaktgruppe. Täglich berichten hunderte Journalistinnen aus aller Welt, manchmal im Stundentakt, choreografisch abgestimmt die ankommenden Limousinen, die abfahrenden Limousinen. Über viele Monate hatte man zuvor von den brutalen Vertreibungen, von Mord an albanischen Zivilisten, Plünderung durch serbische Milizen erfahren. Und es bahnte sich eine Intervention der NATO an und die Medien würden mitentscheiden, ob zu Hause vor den Bildschirmen ein Krieg um den Kosovo moralisch vertretbar wäre. Täglich werden da die Rituale eingeübter. Um 12, um 13, um 14, um 15 Uhr stehen wir also in einer Reihe vor dem Schloss und erklären die Verlautbarung der Kontaktgruppe, überwiegend übrigens die amerikanische Position. Neben mir Christiane Anampur mit riesigem Tross, ihr Mann James Rubin war Sprecher der US-Außenministerin Madeleine Albright. Wording und Framing leicht gemacht. Die serbische Delegation tat sich schwer mit spärlichen oder nichtssagenden Kommuniqués. Ich hatte Mühe, ihre Pressekonferenzen überhaupt zu finden. Da wurde aber auch nur serbo-kroatisch gesprochen, kein Mensch verstand irgendwas. Und bestenfalls ein paar Russen waren noch anwesend. Die Perspektive des Schurken, der wurde kaum Raum gegeben. Und das nennt man Blicklenkung und Blickverweigerung. Ob das überhaupt Journalismus ist, was wir betreiben? Ich empfinde uns als Bausteine auf einer industriellen Fertigungsstraße unter Geschwindigkeitsdruck. Also in Rambouillet war ich so eine Art Automat, oben eine Pressemitteilung oder ein Bild reinschmeißen, unten kommt eine Sendung raus. Es kam zum Ultimatum, NATO-Truppen in Serbien oder eben NATO-Bomben auf Serbien. Und am 24. März flogen die überwiegend amerikanischen Bomber los, ein Luftkrieg ohne UN-Mandat. Henry Kissinger befand rückblickend, der Rambouillet-Text war eine Provokation, eine Entschuldigung dafür, mit den Bombardierungen beginnen zu dürfen. Kein Serbe mit Verstand hätte Rambouillet akzeptieren können. Zitat Ende. Rambouillet war Kriegsjournalismus pur. Im Kosovo-Krieg selbst leisteten die unaufhörlichen Bildtotalen von Flüchtenden, die sich in langen Märschen durch schneeverwehte Hügel vor serbischen Soldateska in Sicherheit brachten, das Framing vom gerechten Krieg. Oder ikonografisch geradezu immer wieder die weinende Mutter mit Kind, der mühselig fliehende Greis mit Krücken, Bilder, die sich freilich schnell abnutzten und darum von der nächsten Leidensgeschichte abgelöst werden mussten. Dazu sterile Videogame-Bilder aus den Flugzeugen, dazu zerstörte Brücken und Fabriken auf serbischem Gebiet. Kriegsberichterstatterinnen treten in vielen Rollen auf. Die für mich wesentliche war, das Grauen des Krieges darzustellen und den Opfern eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Tote, Verletzte, Verlassene, Geflüchtete bis zur Schmerzgrenze zu zeigen. Das sehen nicht alle so, aber ich fand das wichtig. Kriegsreporter, ein Handwerk, das aus dem Elend anderer schöpft, könnte man zynisch sagen. Ich selbst erinnere mich mit Unbehagen, mit wirklich großem Unbehagen, wie oft ich das Bild einer blutüberströmten Leiche für Monitorfilme nutzte. Sie wurde aus den Trümmern
der Belgrader Fernsehzentrale gezogen. Seht her, die NATO tötet. In diesem Fall eine Maskenbildnerin. Tut mir leid. Das sollte wohl mein Gegennarrativ zu den Mainstream-Fernsehbildern sein. Und weil ich einen jugoslawischen Familienhintergrund habe, wurde ich oft als Ergänzung in die Talkshows jener Zeit eingeladen, ein schamhafter Versuch, Ausgewogenheit herzustellen. Also Tschetschenien, Kosovo, ich habe ein bisschen ausgeholt, denn ich finde es wichtig zu sehen, wie dünn die Linie zwischen Subjektivität und Aktivismus werden kann. Und wenn Sie mich fragen, ob ich meine Rolle sehr weit fasste, ja. Ich habe ganz oft gegen das Distanzgebot verstoßen, also mich gemein gemacht. Ich habe Spendenaktionen für verletzte Tschetschenen unterstützt oder initiiert. Im ARD-Ausrüstungsgepäck brachte ich auch Medikamente oder Radios mit. Und in die deutsche Politik wollte ich mich auch einmischen. Und das ist wahrlich nicht Aufgabe von Journalisten. Wir sind ja nicht gewählt. Es war Weihnachten. Im Dorf Godames hatten, so die Gerüchte, russische Soldaten ein Massaker an der Zivilbevölkerung verursacht. Männer, Frauen, Kinder getötet mit Granaten in Keller und Schutzräume. Ein deutscher Offizier von der OSZE kontaktierte mich und sagte, was er dort gesehen hatte. Ich kämpfte um die bestmögliche Sendezeit im Weihnachtsprogramm. Schock und Aufmerksamkeit garantiert. Die Folge: Der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe sagte ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Pavel Gratschow ab. Und das war in meinen Augen nicht Aktivismus, sondern eine moralische Intervention. Und was ist mit Menschen wie Julian Assange? Assange. 2007 hatte in Bagdad ein Apache-Hubschrauber der US-Armee 12 Zivilisten getötet, von oben geschossen, getötet. Ein Whistleblower namens Chelsea Manning hatte das Material dazu. Julian Assange bekam das und veröffentlichte das Video dann in 2010. Ist Julian ein Friedensjournalist? Ist er ein Journalist? War das richtig? Ich sage ja, viele sehen es anders. Wir können das wirklich gerne bei der Diskussion nachher vertiefen oder problematisieren, wie Sie mögen, und auch über dieses Image des Kriegsreporters sprechen. In früheren Zeiten waren sie so einsame Wölfe, ja, Helden, und zu meiner Zeit übrigens überwiegend Männer. Antonia Rados bei RTL und Christiane Amanpour bei CNN waren Ausnahmen. Haben Sie anders berichtet? Nehmen Frauen einen Krieg anders wahr als Männer? Auch darüber können wir reden. Und jetzt aber nochmal zurück zu unserem Thema Friedensjournalismus. Gibt es sowas? Muss ja eigentlich, denn es gibt Forschung und Seminare dazu. Für die Vorbereitung habe ich Arbeiten von Johann Galtung, Wilhelm Kempf aus der Friedensforschung und Jake Lynch aus der Praxis friedensjournalistischer Workshops gelesen. Sehr hilfreich sind die Analysen von Nadine Bilke, Qualität in der Krisen- und Kriegsberichterstattung. Ihre Kategorie konfliktsensitiv, tolles Wort, schließt Ambivalenz und Grautöne ein und ist jetzt in meinem Sprachschatz. Und wenn das veröffentlicht wird, werde ich dann auch die Quellen angeben. Information is never innocent. Information ist nie unschuldig, so sagt Jake Lynch. Und Jake gehört zu den Befürwortern eines aktiven Journalismus, der in der Tradition des Meinungsjournalismus steht und eine interventionistische Berichterstattung befürwortet. Johann Galtung räumte zunächst einmal mit dem Diktum des objektiven Journalismus auf. Ganz in Kürze: Stories about elite people in elite country are newsworthy. Stories which concern non-elite people in non-elite countries are not newsworthy. Oder anders gesagt, Relevanz wird je und je anders auf der Welt bewertet. Kann kein objektiver Begriff sein. Und das wissen Sie auch selbst. Eine Umweltkatastrophe, ein Anschlag in fernen Ländern hat Relevanz,
wenn deutsche Opfer zu beklagen sind. Einheimische Tote, boah, da müssen die Zahlen schon steil nach oben gehen. Relevant ist zurzeit die Berichterstattung über Israel und Gaza und auch über Ukraine und Russland. Irrelevant sind der Krieg im Jemen, der Konflikt in Äthiopien, Bürgerkrieg und Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar, die politische Instabilität in Libanon, Syrien, Südsudan, Subsahara, Niger und Kongo. Der Friedensforscher Galtung hat ganze Tabellen erarbeitet, um Kriegs- und Friedensjournalismus zu unterscheiden. Ich stelle jetzt nur einige wenige vor. Kriegsjournalismus geht immer von zwei Parteien aus mit dem Ziel Sieg. Friedensjournalismus sieht viele Parteien und viele Ziele. Für Kriegsjournalismus geht es um ein Nullsummenspiel, der eine gewinnt, der andere verliert. Friedensjournalismus orientiert sich an einer Win-Win-Lage. Die einen dehumanisieren die Gegenseite, die anderen humanisieren alle Seiten. Die einen entlarven Lügen und Manipulationen der Gegenseite, Friedensjournalisten entlarven Unwahrheiten auf allen Seiten. Elitenorientiert ist der Kriegsjournalismus. Er betont, dass nur Regierungen oder mächtige Einzelpersonen Frieden schließen können. Menschenorientiert ist eine Berichterstattung, die den Stimmlosen eine Stimme gibt, die Friedenstendenzen in der Bevölkerung betont. Das ist alles richtig. Aber sind solche Modelle überhaupt brauchbar in unserer Zeit der Informationsflut und des Geschwindigkeitsdiktats? Was kann ich davon gebrauchen, wenn ich aktuelle Nachrichten produzieren muss, beziehungsweise Sie, das Publikum, Nachrichten bewerten sollen? Und wie gehe ich mit den Infohäppchen auf X, YouTube, TikTok, auf Ähnliches um? Schnelligkeit ist der Maßstab aller Dinge. Wenn das Netz eben das eine neue, sensationelle Bild verbreitet, dann ist der Clip vom Vormittag überholt. Und ein Fake-Video, dazu gibt es nun unendlich viele Untersuchungen, hat im Netz mehr Kraft als ein recherchierter Sachverhalt. Hintergrundwissen ist mühselig darzustellen, viel mühseliger als ein Live-Ereignis. Mir kommt es vor, als ob unsere Gehirne immer leerer werden und die Speicher der Rechner immer voller. Erinnern wir uns an ein paar Fake-Videos aus dem Ukraine-Krieg. Auf TikTok sah man eine gewaltige Explosion, die sich angeblich in Kharkiv ereignet habe. Auf Facebook war es die Bombardierung des ukrainischen Hauptquartiers irgendwo. Die Rückwärtssuche ergab, dass das Material aus dem Libanon stammte. Dort explodierte ein Lager im Hafen von Beirut 2020. Und ganz nebenbei, nutzen Sie ruhig ab und zu diese Google-Rückwärtssuche. Das ist richtig interessant. Es ist auch nicht besonders schwierig, aber stimmt schon, wer hat Zeit, der eigene Gatekeeper zu sein. Besonders zynisch waren russische Troll-Posts, dass die Gräuel in Butscha inszeniert seien, dass die Toten von Schauspielern dargestellt wurden. Falsch, wie Satellitenaufnahmen und Open Source Intelligence bewiesen. Pro-ukrainische Nutzer behaupteten, dass Russland sogenannte Butterfly-Minen einsetze, vor allem für Kinder lebensgefährlich, es sieht aus wie Spielzeug. Falsch, keine Beweise. Das Fatale aber, die Clips gehen viral und sie finden dann garantiert Eingang in seriöse Medien und müssen in Faktenchecks eingeordnet werden. Und das ist kleinteilig, das kostet Zeit, das bedarf Medienkompetenz und Geduld. Geduld auch beim Zuschauer. Und weil das so ist, gebe ich jetzt ungehemmt meine Überforderung zu, mir aktuell ein Gesamtbild über Gaza zu verschaffen, zu sehen, was ist. Ich muss nur ins Netz gehen. Gewalt, Elend, minütlich abrufbar. Klischees, Vorurteile, Schwarz-Weiß-Information. Und in den seriösen Medien, Oldschool-Medien, verunsichert mich der Refrain bei fast allen Reportagen. Verifizierung nicht möglich, keine unabhängigen Berichterstatter vor Ort. Das sagt die Hamas, das sagt der IDF-Sprecher.
Die Gewalt hatte auch hier wieder ihre Symbole und diese werden im Augenblick ihrer Verbreitung sofort in Frage gestellt. Da ist die palästinensische Mutter, die schreiend ihr totes Kind hält. Das Gegennarrativ, die erzieht doch ihre Kinder zu Märtyrern. Und ist es überhaupt ihr Kind? Da ist das Narrativ von der hochmoralischen IDF, die sogar Bewohner eines Stadtviertels in Gaza vor einem Bombenangriff warnt, mit Ort und Straße und Uhrzeit. Gegennarrativ, Israel hat Netz und Telefon zerstört, nirgendwo kann die Zivilbevölkerung hin, ein Ghetto unter Beschuss, reine PR von Israel. Israel stellt Strom ab und Frühchen sterben im Brutkasten. Dagegen, die IDF bringt nachts Treibstoffkanister in ein Krankenhaus, aber die Hamas stiehlt sie. Zu all dem gibt es Bilder. Krankenwagen bringen Verletzte weg, Krankenwagen bringen Hamas-Kämpfer weg. Auf Al Jazeera erklärt eine alte Frau in Gaza, dass die Hamas die Hilfsgüter stiehlt. Eine andere verflucht die Hamas von ihrem Dach herab. Der arabische Reporter ist hörbar indigniert, will eigentlich eine andere Message. Die IDF verbreitet lange eine eindrucksvolle Grafik des unterirdischen Hamas-Hauptquartiers unter einem Krankenhaus. Sie haben das wahrscheinlich noch im Auge, diese Grafik. Hauptquartier, eine Übertreibung. Das gefundene Waffenlager dort ist eher spärlich. Und ja, Inszenierung. Ein stöhnender, Schwerverletzter in Gaza wird mit blutigen Bandagen zum Krankenwagen gebracht. Nach dem Dreh streift er sich aus Versehen zu schnell den Verband ab und geht weg. Alles Show. Wer hat die Zeit, die Verdrehung der Verdrehung zu recherchieren? Wäre es nicht gut, wenn professionelle Gatekeeper ihre Arbeit gewissenhaft machten? Seriöse Tageszeitungen und Rundfunk sind langsamer als die Social Media. Man sollte glauben, eine Chance, sie sind nicht so anfällig für Fakes oder Fehler. Sie sind ihrem Publikum ja eigentlich rechenschaftspflichtig. Und dennoch verbreitete sich weltweit ein falscher Bericht mit sehr ernsten politischen Folgen, als renommierte Medien wie die BBC, Reuters, AP, New York Times falsch über eine Explosion im Al-Ali-Krankenhaus in Gaza informierten. Israel hatte angeblich das Krankenhaus voller Zivilisten angegriffen mit hunderten Toten. Ein Kriegsverbrechen, zweifellos. Die Quelle? Die Hamas. Deren ungeprüfte, vorschnelle, unbewiesene Schuldzuordnung hatte reale Folgen. Weltweit protestierten Menschen gegen Israel, auch gewaltsam, antisemitische Hetze nahm zu, arabische Politiker sagten Gespräche mit Joe Biden ab. Die kleinlauten Korrekturen gingen ein bisschen unter. Nicht das Krankenhaus wurde gebombt, sondern der Parkplatz davor. Die Zahl der Toten war viel niedriger. Eine irregeleitete Rakete des islamischen Dschihad war höchstwahrscheinlich Ursache, die aus forensischen Untersuchungen hervorging. Mieser Journalismus mit einer realpolitischen Dynamik. Was ruft es in Ihnen hervor, wenn Sie das 100. blutüberströmte Opfer sehen, die Schutthalden in Gaza und dazu dieses Mantra hören, eine unabhängige Überprüfung ist nicht möglich? Geht Ihr Vertrauen flöten? Werden Sie gleichgültig? Vielleicht. Haben die Geiselfamilien in Israel und die Bombenopfer und Hungernden in Gaza unser Abstumpfen verdient? Nein. Aber so ist das Gesetz der Themenkonjunktur. Insbesondere das Fernsehen zeigt Krieg als Event, Breaking in die Schlagzeilen und Sondersendungen hinein. Immer wieder Auftakt ohne Finale, Alpha ohne Omega. Der Fluch des Journalismus. Constant beginnings with no end. Dramatische Anfänge. Aber wie es zum Frieden kommen könnte, das ist kein Thriller. Siehe Ukraine, siehe Gaza. Welche Berichterstattung wünsche ich mir in den kommenden Monaten? Was könnten Journalistinnen handwerklich vermeiden? Ein friedensjournalistischer Ansatz differenziert, also nicht
Israel, Russland, Ukraine, sondern die Regierung, die Militärführung, die Lobbyisten, das Außenministerium, die rechtsextremen Siedler in Westjordanland, die linken Gründer der Kibbuzim, die arabischen Bürger Israels, die russenfreundlichen Einwohner von Donetsk, die Opposition gegen Selenskyj, die kriegsmüden Soldatenfamilien. Differenzieren. Haben Sie jetzt im Spiegel den Artikel über Hamas-Führer Yahya Sinwar gelesen? Da stand tatsächlich das Monster von Gaza. Ich bin echt zusammengezuckt. Das Monster, das ist Entmenschlichung. Konfliktsensitiv zu schreiben, hieße, ein emotionalisierendes Vokabular zu vermeiden. Terroristen, Gewalttäter, Fanatiker, Extremisten bezeichnen sich ja nicht selbst als solche. Die BBC wurde scharf kritisiert, weil sie bis jetzt weder für das Massaker vom 7. Oktober noch für die Hamas den Begriff Terror verwendet. Sie schreibt dazu: Terrorist ist eine bewertende und politisierende Zuschreibung. Besser ist es zu umschreiben, wer was tut. Also der Kidnapper, der Angreifer, der Bewaffnete, der Bombenleger, der Attentäter, der Kämpfer und so weiter. Zitat Ende. Nüchtern, sachlich. In Deutschland dagegen wird der Begriff Terrorist sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele Redaktionen bezeichnen Täter, die zielgerichtet und systematisch auf grausame Weise Zivilisten morden, foltern oder entführen, als Terroristen. Alles andere wäre Verharmlosung oder sogar stille Parteinahme. Aber wer legt Kriterien fest? Ich bin auch nicht festgelegt. Ich sage manchmal Terrorist und dann rufe ich mich selber zur Ordnung und sage, such ein genaueres Wort, ein differenzierteres Wort. Konfliktsensitiv schreiben, das ist ganz schön herausfordernd. Ich benutzte immer gerne das Donnerwort Zivilisationsbruch bei Ukraine- und Gaza-Berichterstattung. Aber Zivilisationsbruch ist eine westliche Perspektive. Und wir sagen damit, alle anderen sind Barbaren. Achtung. Friedensjournalismus versucht, Opfer nicht zur Passivität zu verdammen. Ja, sie sind verletzt, vertrieben, ausgebombt. Sie haben Angehörige verloren. Sie leben in entsetzlicher Furcht. Aber sie sind nach wie vor Subjekte ihres Lebens. Also nicht nur danach fragen, wie sie sich gerade fühlen, sondern wie sie mit ihrer Situation fertig werden wollen. Wer verhindert eine Besserung ihrer Lage? Haben Sie selber Lösungsvorschläge? Haben Sie Wünsche? Wenn ja, an wen? Nicht nur auf den Horror und auf die Unvermeidlichkeit von Gewalt fokussieren. Friedensjournalismus schaut auf die Zukunft. Handelt es sich um Frieden, wenn ein Vertrag unterschrieben wird? Welche Fragen sind offen geblieben? Wer bietet friedensschaffende Optionen, Ideen, Initiativen? Nicht nur Politiker, auch aus der Zivilgesellschaft. Und last not least, für jeden kritischen Journalisten selbstverständlich die Frage, who owns the narrative? Was ist in einem Konfliktfall Mainstream-Meinung? Wer hat die Definitionsmacht? Zweifel, Ambivalenzen, Grautöne, Widersprüche sind die Merkmale des seriösen Journalismus alter Schule. Die Glaubwürdigkeit von morgen ist langfristig wichtiger als der atemlose Scoop von heute. Be first, but first be right. Ich komme zum Schluss. In Grozny lief nach einem Waffenstillstand ein junger Mann mit langen schwarzen Locken, einem langen malerischen schwarzen Gewand und schwarzer Kopfbedeckung herum. Sah sehr romantisch aus, sehr viel Show, sehr viel Aura. Khattab war ein berühmter Wahhabit aus Jordanien, angeblich ein Freund von Osama bin Laden. Alle wollten ihn interviewen. Er war ein möglicher Scoop. Und ich schaffte es, und ich war auch noch stolz drauf, exklusiv Kontakt zu bekommen. Khattab wollte in Tschetschenien ein Kalifat errichten, von dort Al-Qaida unterstützen und war dabei, mit viel saudischem Geld junge Männer zu Dschihadisten zu trainieren. Er war auf Werbetour.
Wenig später verbreitete er ein Video, in dem er gefangenen Russen persönlich den Kopf abschnitt. Das war wohl seine Markenbildung. Ich nutzte das Interview nie. Verzichten auf Scoops kann auch ein Beitrag zur Deeskalierung sein. Marcel Ophüls, der Dokumentarist, hat einmal gesagt, dass Kriegskorrespondenten, das ist also sein Begriff, die, Zitat, Widerstandskämpfer von heute seien. Ich finde es ein bisschen romantisch, aber gleichzeitig gefällt mir das Pathos. Es gibt keinen anständigeren Platz als den des Störenfrieds, der im Widerspruch steht zum Anliegen von Regierungen und Militärs und organisierten Gruppen und den verdammten Trolls im Netz, den Krieg in ihrem Sinne interpretieren zu lassen. Achtung, Propaganda, toxisch, sei ein Störenfried. Jetzt bin ich also nach dieser Tour de Force bereit zu sagen, mir passt Störenfried-Journalismus gut. Mit den Tools der Investigation, der konfliktsensitiven Sprache, des persönlichen Muts, der Selbstreflexion. Und ja, man kann gleichzeitig Augenzeugin, Detektivin und Humanistin sein und von mir aus nennen sie es Friedensjournalismus. Das war's.